zum Beispiel Israel. Seit der Corona-Krise darf in Israel nur auf die Straße, wer zur Arbeit oder zum Einkaufen geht. Der erlaubte Bewegungsradius beträgt 100 Meter. Im Kampf gegen das Virus hat Israel rigorose Maßnahmen getroffen. Wir werden unsere Möglichkeiten der Observation und Isolation von Infizierten dramatisch intensivieren. Heute haben wir digitale Technologien aktiviert, mit denen wir Menschen ausfindig machen können, die Kontakt zu Corona-Infizierten hatten. Über Nacht hat Netanyahu Polizei und Geheimdienst Shin Bet eingeschaltet, um die Pandemie abzubremsen. Durch die Ortungsdienste von Mobiltelefonen können die Sicherheitsbehörden nahezu jede Bewegung der Menschen verfolgen. Sie ermitteln, wer mit wem, wo und wann in den letzten 2 Wochen in Kontakt gestanden hat. Alle Kontaktpersonen bekommen dann vom Gesundheitsministerium eine SMS mit der Aufforderung, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben. Auch in Barbesek wurde mit dieser SMS in Quarantäne geschickt. Die Handyüberwachung ist für sie ein zu großer Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte. Auch weil sie überzeugt ist, dass sie keinen Kontakt zu Infizierten hatte. Im fraglichen Zeitraum sei sie zu Hause gewesen. Sie vermutet, dass ein Infizierter an ihrer Gartenmauer vorbeigefahren ist. Wenn der Staat solche Methoden anwendet, sollte man den Bürgern wenigstens die Möglichkeit geben, die Entscheidung anzufechten und nicht einseitig vom Staat mit Hilfe des Geheimdienstes in Quarantäne geschickt werden. Die Regierung rechtfertigt die Überwachung mit dem Gesundheitsnotstand. Der Geheimdienstexperte Ronen Bergmann kritisiert den Tabubruch, Persönlichkeitsrechte zu opfern. Bisher hatte die Regierung nur im Kampf gegen Terroristen und Schwerverbrecher Zugang zur digitalen Überwachung des Geheimdienstes. Als der Shin Bet die Anweisung bekam, sich am Kampf gegen Corona zu beteiligen, musste der Geheimdienst lediglich die Türe zu all den Daten öffnen, die er ohnehin von allen sammelt. Auch um die Einhaltung der Quarantäne zu kontrollieren, wenden die Sicherheitskräfte Handyüberwachung an. Wer sich in Quarantäne befindet, muss mit Hausbesuchen der Polizei rechnen. In Schutzanzügen überprüft sie, ob die Betroffenen die Isolationsmaßnahme auch wirklich einhalten. Im Bahnhof der israelischen Wüstenstadt Be'er Sheva. Polizisten in Schutzanzügen nehmen einen Mann fest, der mit dem Coronavirus infiziert ist und in Quarantäne sein müsste. Doch er war aus dem Krankenhaus geflohen. Sein Handy hat seinen Fluchtweg verraten. Die Beamten konnten ihn in einem Zug lokalisieren, abfangen und zurück in die Quarantäne bringen. Unbescholtene Bürger geraten ins Netz der digitalen Überwachung. Telefonieren, surfen, zahlen mit Kreditkarte, alles hinterlässt Spuren. Die Diskussion darüber, wie es nach Corona um die Privatsphäre bestellt sein wird, ist in Israel bereits entfacht.